Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Elder Scrolls Online. Wir müssen mit unserer netten Freundin Aelif reden. Ach, es ist so schön, sie wiederzusehen. Ja, das ist es wirklich. Diese entschuldigt sich, Kamerad. Es drängt sie schon seit einiger Zeit zum Handeln. Und jetzt endlich, uns wurde aufgetragen, Jofnirs Tod nachzugehen, ja? Wir sollten anfangen. Ja, vielleicht sollten wir das. Was soll ich denn eurer Meinung nach tun, werte Freundin? Jofnir hatte ein Zimmer in der Nähe. Aelif befahl, dass es vor uns niemand betreten dürfe. Ich werde hier die Stellung halten. Geht in Jofnirs Quartier und sucht nach etwas. Irgendetwas, das uns den weiteren Weg weisen könnte. Gut, ich lasse euch wissen, was ich finde. Ich habe das Gefühl, sie will uns loswerden. Aelif wusste, dass sie euch trauen kann. Warum seid ihr nicht beim Rat und Merrick? Zu viele Stimmen. Ach, verstehe Alle ich. Sind sehr wichtig und gewohnt, Gehör zu finden. Sie wollen dieses Mysterium lösen und das wollen sie sofort. Sie sind Kämpfer gewohnt, sofortige Ergebnisse. Das ganze Nachdenken schmerzt ihren Köpfen. Euch nicht? Ha, Aelif hoffte, ihr hättet das bereits bemerkt. Diese liebt den Kampf. Das Kitzeln der Schlacht. Aber ein dorniges Rätsel, ein hinterhältiges Schloss, eine Fährte im Wald? Das macht ihr genauso viel Spaß wie eine Klinge bei einer Prügelei. Hm. Wie ist Jofnir eigentlich gestorben, Aelif? Das wurde mir nie erzählt, glaube ich. Vielleicht doch, und ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Wir haben ihn in seinem Quartier gefunden. Der immerwährende Schlaf. Er kam sehr plötzlich. Aber damals machten wir uns keine weiteren Gedanken darüber. Jofnir wurde alt und langsamer. Früher oder später hätten schnellere Klingen schon dafür gesorgt, dass er zur Ruhe kommt. Keine Anzeichen eines Kampfes? Keine. Und auch wenn er langsam war, wäre er nie nach, wie hieß es gleich? Ja, Sovngarde. Er wäre nie kampflos nach Sovngarde gegangen. So wie kein Nord, ja? Oder wie jeder Nord. So. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Wonach suche ich denn eigentlich? Irgendetwas, das fehl am Platz wirkt. Irgendetwas, das mit einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Person in Verbindung steht. Wir dachten, sein Tod wäre einfach so eingetreten. Deshalb haben wir nicht genauer hingeschaut. Alles könnte ein Hinweis sein. Gut, dann werde ich die Augen offen halten. Ihr hoffentlich auch. Meine gute Freundin, ich will euch nicht verlieren. Na, pass auf. Ich habe gehört, Khajiit mögen kein Wasser. Gut, dann wollen wir Jofnirs Quartier durchsuchen. Das ist, habe ich schon durchsucht. Tatsache. Das habe ich tatsächlich schon durchsucht. In der vorletzten Folge, glaube ich, oder der letzten vorletzten Folge, als wir hier angekommen sind, bin ich einfach reinstolziert. Gut, was ist das da? Noch eine Quest, die wir annehmen müssen. Kerik. Müssen wir gleich mal machen. Okay, also irgendetwas, das hier fehl am Platz wirkt, wie zum Beispiel dieser überdimensionierte Hase. Das Wehmerzahnrad wirkt hier doch ein bisschen fehl am Platz, oder? Dieses Zahnrad ähnelt den aus Mesenailt. Es sieht aus, als wäre es vor kurzem gereinigt worden und das innere Rad herum, um das innere Rad herum erkennt ihr eine Inschrift, aber die Sprache sagt euch nichts. Hm. Ein Seelenstein. Dieser Seelenstein ist dunkel, leer. Vereinzelt und verhärtete Staubstieren weisen auf sein Alter hin. Ein leerer Seelenstein. Wollte er sich ein Dwemer-Konstrukt bauen? Dieser Rucksack ist voller Dwemer-Artefakte. Zahnräder, Streben und andere unidentifizierbare Teile. Dazwischen erkennt ihr ganz unten im Rucksack einige Seelensteinfragmente. Ich glaube, der wollte sich ein Dwemer-Dingsda-Bumsda bauen. Kann das sein? Jofnirs Tagebuch. Ich habe alles getan, was ich kann. Fürs Erste habe ich gerettet, was zu retten war. Habe ein paar Relikte als Trophäe mitgenommen.
Ich sollte bald wieder das Tageslicht sehen. Wenn ich Ragentar das nächste Mal besuche, werden mir die Lektionen, die ich gelernt habe, gute Dienste leisten. Die Dwemer-Konstrukte werden Wache schieben und dafür sorgen, dass niemand den Ort betritt. Ich will keine Besucher. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, werde ich das beenden. Ich kann nicht zulassen, dass das noch so weitergeht. Dass das noch länger so weitergeht. Ich werde den Windhelm halt machen und sehen, ob ich nicht ein paar Vorräte für den nächsten Ausflug beschaffen kann. Vielleicht etwas Mehl. Es ist viel zu lange her, dass ich das letzte Mal einen guten Schluck getrunken habe. Also wir haben Bauteile für ein Dwemer-Konstrukt gefunden und ein Tagebuch, das besagt, dass er alleine sein will. Das ist seltsam. Wobei, gar nicht so seltsam eigentlich. Wobei, doch eigentlich schon. Ja, mal gucken. Was habt ihr entdeckt? Jofnir suchte einen Ort namens Ragentar auf und sprach von einem Treffen mit jemandem. Interessant, interessant. Ragentar ist eine Dwemer-Ruine. Warum sollte er... Wir müssen dorthin reisen, Kamerad. Und nachsehen, ob wir noch mehr herausfinden können. In seinem Quartier gab es einen Seelenstein und Seelensteinfragmente. Jetzt ist Elif wirklich überrascht. Der Gildenmeister hatte das magische Geschick eines ganz besonders lahmen Gauls. Was hat er in dieser Ruine getrieben? Außerdem habe ich auch einige Dwemer-Relikte gefunden. Relikte? Jofnir war kein Schriftgelehrter. Er war wie die meisten Nord, denen dieser begegnet ist. Ein Diplomat mit Kriegshammer. Die Gilde hat dadurch ein paar Kontrakte verloren. Aber das Fußvolk hat ihn geliebt. Vielleicht sollten wir auch nach Windhelm gehen. Sein Tagebuch hat erwähnt, dass er dort Halt gemacht hat. Eine gute Idee. Vielleicht hat ihn jemand in der Gildenhalle dort gesehen. Dieser schlägt vor, dass ihr mit unseren Kameraden in Windhelm sprecht. Elif wird euch in der Nähe treffen. Sie hat ein paar Vorbereitungen zu treffen. Und wo genau soll ich euch treffen? Es gibt eine Brücke gleich vor den Toren von Windhelm. Trefft euch dort mit Elif. Dann reisen wir gemeinsam nach Ragentar. Wie ihr wünscht. Gut, sie will also mal wieder nicht in die Stadt rein. Das ist gut, ja. Sprecht mit den Mitgliedern der Kriegergilde und trefft Elif, um nach Ragentar zu reisen. Die Mitglieder der Kriegergilde sind in Windhelm. Da müssen wir jetzt nach Windhelm gehen. Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich würde dann sagen, das verschieben wir dann auf später. Wir sprechen jetzt erstmal mit Kommandant Ian. Denn hier schläft jemand im Dienst, wenn ich das richtig sehe. Nicht wahr? Schlaft im Dienst. Irgendetwas geht in der festen Armor. Vorsicht. Ganze Gruppen hochrangiger Nord, Argonia und Dunkelelfen halten sich hier auf und diese Wachen lassen keine Reisenden ins Gasthaus. Ich sollte versuchen herauszufinden, was hier vor sich geht. Ich muss Kommandant Ian suchen und nachsehen, ob er mir sagen kann, was in der Feste Amol vor sich geht. Ja, aber erstmal sprechen wir mit Tane Oda, um ihr davon zu berichten, was hier eigentlich los ist, ne? Also, was in Morbunskar los war. Und dass jemand das Grab der früheren Hochkönigin von Himmelsrand beraubt hat. Damit meine ich natürlich nicht mich, denn ich sollte es tun, auf Geheiß der Hochkönigin. Ja. Meine Finger sind rein. Ich hätte mich gern mit den Orks bei Malaks Schlund. Egal, was ihr sagt. Das sind starke Krieger. Fast so stark wie noch. So, aber vorher reden wir mit Tane Harbald. Ich will mal wissen, was hier los ist. Ich muss mich entschuldigen. Falls ihr den König sucht, er hat derzeit in der Stadt zu tun und kann keine Besucher empfangen. Er muss sich um wichtige Dinge kümmern, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Sicherlich. Läuft mit Flinkheit. Ich bin es leid, wie ein Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden. Die Nord haben meinem Volk öfter den Rücken zugekehrt, als ich zählen kann. Es würde ihnen recht geschehen, wenn wir ihnen das nächste Mal unsere Hilfe verweigern.
Ach, ihr seid doch so doof, ihr blöden Argonia. Erst durch die Nord seid ihr überhaupt frei. So, Prinz Irnskar. Warum stört ihr mich? Und wie seid ihr hier hineingekommen? Meine Wachen vernachlässigen mal wieder ihre Pflichten. Nein, nein, ich bin ein hohes Tier. Ah, ihr solltet mich kennen. Wenn nicht, dann macht ihr euren Job sehr schlecht. Also, die Wachen haben mich schon durchgelassen. Also, ja. Warum nur belästigt ihr mich? Lasst mich in Ruhe mein Feuer genießen. Still jetzt! Still! Ihr habt nicht mein Feuer hier. Ach, ihr seid dumm. Dunkelhäfen. Seid gegrüßt, Fremder. Anscheinend habt ihr etwas für mich. Jawohl, ich habe eine Depesche von der Feste Morwunskar. Dann gebt sie doch einfach her. Hervorragend. Die Prinz? Feste ist dank euch wieder unter unserer Kontrolle. Ihr habt euch unter unseren Soldaten einen recht guten Namen gemacht, mein Freund. Leutnant Koroni scheint von euren Leistungen besonders beeindruckt zu sein. Ja, sie mag mich. Und sie scheinbar auch. Sie lacht so komisch. Gut. Ja, das war's dann. Okay, das ist also... Gut. Noch irgendwas? Nee, dann... Prinz Irnskar muss es wie die Wölfe machen und seinen inneren Frieden finden. Andernfalls macht er vielleicht die harte Arbeit seines Vaters zunichte. Gut, das... gut, ja. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab nichts mit politischen Gesprächen am Hut. Ja, Mamio, wer seid ihr? All diese Kriege und Gerüchte über Kriege machen es schwer für Gelehrte, ihren Studien nachzukommen. Was ihr nicht sagt. Für mich machen sie es alles einfacher. Meine Studien bestehen daraus, wie ich am besten meine Axt in den Schädel meines Feindes rammen kann. Und das ist im Krieg deutlich einfacher als in Friedenszeiten. So, sprecht mit Kommandant Iran. Ich will ja wissen, was hier los ist. Na, warum versammeln die sich alle? Wo ist dieser faule Skever? Ich werde ihm das Fell. Ja, ich hab's doch schon verstanden. Was wollt ihr? Was? Hat euch jemand den Goldbeutel gestohlen oder so? Nein, ich frage mich, was in der Festung vor sich geht. Was ist mit euch los? Wollt ihr etwas vom König? Ich bin Buddy. Dann stellt euch in die Schlange zu den anderen Bauern. Offenbar hat sich jede Gossenratte dazu entschlossen, hierher zu kommen und zu jammern, als sie hörte, dass der König kommt. Aber dafür ist er nicht hier. Warum ist er denn hier? Also warum ist er denn hier? Der König ist mit seiner Ehrengarde und all den Offiziellen des Pakts aufgetaucht. Anscheinend haben sie etwas Wichtiges vor. Und ihr erwartet, dass ich euch einfach so sage, was es ist. Habt ihr denn immer Milch bekommen, wenn ihr als Säugling danach gejammert habt? Verschwindet, ich muss eine meiner Wachen finden. Nein, ich habe mir meine Milch einfach genommen, also... Vermisst ihr eine Wache? Ich werde euch nicht davon abhalten können, eure Nase in diese Angelegenheit zu stecken, richtig? Gut. Ihr solltet dankbar sein. Todd wollte gestern Abend einen Schluck mit dem Gefolge des Prinzen nehmen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich liegt er irgendwo bewusstlos herum. Aber im Moment kann man nicht vorsichtig genug sein. Erzählt ihr mir, worum es beim Treffen des Königs geht, wenn ich Tod für euch finde? Ich will nur, dass alles vorbei ist. Tod? Wir sind nicht daran gewöhnt, mit so vielen unterschiedlichen Gruppen auf einem Fleck fertig zu werden. In Ordnung. Finde Tod und ich lasse vielleicht ein paar Hinweise fallen. Belassen wir es dabei. Damit gebe ich mich nicht zufrieden, aber gut. Gut, dann wollen wir mal Tod finden. Aber vorher sprechen wir noch mit ein paar Lagermitgliedern, weil die müssen den Jan gesehen haben, wenn er mit denen unterwegs war, nicht wahr? Zum Gruße. Und wir konnten nicht mehr aufhören zu lachen. Ja, wir Nord sind witzig. So, Udrasa Saram, ihr seid wunderbar. Die Geschichten über die Nord und ihre Metgelage sind legendär. Aber dieser Jäger hier, er ist absolut episch. Er trinkt jetzt schon 2 Tage durch. 2 Tage. Das ist doch normal für einen Nord. Ich habe gehört, dass sich letzte Nacht eine der Wachen der Feste Amol hier betrunken hat. Wache Todd? Ihr müsst diesen betrunkenen Trottel meinen, der versucht hat, mit Jäger mitzuhalten. Er spielte aber nicht in der gleichen Liga. Was immer er auch getrunken hat, war ein richtig übles Zeug. Es roch mehr nach nassem Kaguti als nach süßem Met. Ich glaube, es könnte was Argonisches gewesen sein. Aha, wisst ihr, wo er hin ist? Er torkelte in Richtung des Flusses und hatte ein paar Flaschen von diesem fiesen argonischen Gebräu dabei.
Wahrscheinlich ist er immer noch da unten. Ich würde wetten, er ist entweder immer noch weggetreten oder hat gerade einen schlimmen Kater. Okay. Na gut, wir haben ja schon ein paar Flaschen gesehen. Und mir auch. Das war ja ein kleiner Spoiler, ne? So ist das denn eh so. Wenn man Hinweise auf Nebenquests oder auf Quests findet, bevor man... Ah, Lehrer. Die Arbeit hier bevor man die Quest erledigt hat. Sich nicht von allein. Eine leere Flasche, in der sich vormals eine übelriechende Flüssigkeit befand. Das ist garantiert das Zeug, das Todd getrunken hat. Wenn ihr den leeren Flaschen folgt, findet ihr vielleicht die vermisste Wache. Na gut, dann folgen wir den vermissten Flaschen und ich glaube, dort ist Todd. Todd. Was macht der denn hier? Aber natürlich, Naryu. Was immer du auch sagst, Naryu. Wache, Todd. Aufwachen. Keine Lust. Natürlich. Schlafen. Das war ein richtig guter Traum. Oh, Naryu. Ich liebe dich, Naryu. Jawohl. Ich habe jetzt einfach mal die Ding genommen. Also, ich weiß jetzt nicht, wieso. Aber ich habe ihm die Klamotten geklaut. Keine Ahnung, wieso. Ich habe gedacht, die sind vielleicht nutzlos. Kennen wir eventuell uns als... Das ist ein guter Plan. Ich sag, ich bin die Wache Todd und wir müssten es normalerweise gar nicht tun, aber ich sag, ich bin die Wache Todd. Wir sind Wache aus der Feste Amol. Jawohl. Und wir haben keinen Helm, aber das ist egal. Das geht schon in Ordnung. Ja, ich bin Wache. Ja, ich darf überall hin. Also, jawohl, das fühlt sich falsch an. Ganz ehrlich, das ist... Es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Wir haben einen ehrbaren Nord. Sein Charakter ist ehrbar. Medgeil. Aber irgendwie vielleicht ein bisschen rassistisch. Aber ein ehrbarer Nord. Wer ist denn hier? Leonor Frostreude. Oh, wenn ihr immer noch nach Todd sucht. Ich würde mir um ihn keine Sorgen machen. Er und der Kommandant sind zur Kaserne gegangen. Todd muss sich bestimmt gerade ganz schön was anhören. Es tut mir leid, falls wir eure Zeit verschwendet haben. Aber ich habe Todd doch gerade eben erst gesehen. Er hat am Fluss geschlafen. Ich bin sicher, das war eine der anderen Wachen. Es gibt eine ganze Menge von uns und wir sind bekannt dafür, uns bei der einen oder anderen Flasche Met zu entspannen. Wenn wir nicht im Dienst sind und niemals im Übermaß. Also ich würde mir darum wirklich keine Sorgen machen. Ich weiß aber, wen ich gefunden habe. Hör zu. Ich habe die beiden gerade erst gesehen. Und im Gegensatz zum Kommandanten habe ich gestern Nacht geschlafen. Nicht, dass ich euch nicht glaube, dass ihr einen betrunkenen Nord am Fluss gefunden habt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Aber das kann nicht Todd gewesen sein. Ich kann es beweisen. Wie, ihr könnt es beweisen? Sowohl der Kommandant als auch Todd sind in Richtung der Kaserne auf der Westseite der Stadt gegangen. Wenn ihr euch beeilt, solltet ihr sie einholen können. Danach könnt ihr losgehen, euch was zu trinken holen und euch entspannen. Scheint, als ob ihr das gebrauchen könntet. Ah ja, sucht nach Kommandant Ian im Wachhaus. Das ist ja... Haben wir schon wieder einen Gesichtsräuber hier? Zum Gruße. Das wäre ja schon wieder so dämlich. Das ist eine seltsame Festung. Die Kaserne ist außerhalb der Festungsmauern? Ich meine, die Festungsmauern sind da oben. Warte mal, ich habe hier gerade keinen richtigen Blick darauf. Da, Festungsmauern. Die Kaserne ist außerhalb? Was ein Quatsch. Ich sagte euch doch, dass wir geduldig sein müssen. Ihr habt es immer so eilig. Das geht mir langsam auf die Nerven. Ja, ich verstehe ganz genau, was ihr meint. Ihr genießt diesen Körper viel zu sehr, wie mir scheint. Nun, ich würde gerne... kann ich euch irgendwie helfen? Das Betreten der Wachkaserne der Feste Amol ist verboten. Ich hoffe also, dass ihr nicht vorhabt, da reinzugehen. Ich muss mit Kommandant Ian über seine Wachen sprechen. Der Kommandant ist derzeit mit anderen Dingen beschäftigt. Als einer der Beamten, die die Koordination unserer Bemühungen in der Feste Amol unterstützt. Weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd. So. Kann ich euch irgendwie helfen? Das Betreten der Wachkaserne... Der Kommandant ist derzeit mit anderen Dingen beschäftigt.
Als einer der Beamten, die die Koordination unserer Bemühungen in der Feste Amol unterstützen, könnte ich euch vielleicht zu Diensten sein. Wer seid ihr? Ich bin ein Adeliger und ein Berater des Jarls der Feste Amol. Mir wurde aufgetragen, dafür zu sorgen, dass es unseren geschätzten Gästen gut geht. Ich vermute, dass ihr Teil von König Jorons Wache seid, wenn ihr mit Kommandant Yjarn sprechen wollt. Nein. Ich versuche, Wache Todd zu finden. Schade, dass ich das nicht auswählen kann, wo ich die Rüstung trage. Er war beim Kommandanten. Ah ja, Todd, natürlich. Er war sogar eben noch hier. Ihr habt ihn gerade verpasst. Wart ihr zufällig derjenige, der vorhin nach ihm gesucht hat? Yjarn erwähnte, dass jemand dieser Angelegenheit mit der Wache nachgeht. Nicht viele Leute scheren sich um Todd. Nun, der Kommandant und ich hatten eine Vereinbarung. Nun, könnte ich euch vielleicht stattdessen helfen. Yjarn ist in letzter Zeit etwas gereizt. Vielleicht macht ihn die Anwesenheit des Königs nervös. Oder all dieser Fremden. Wer weiß. Aber er benimmt sich in letzter Zeit sonderbar. An eurer Stelle würde ich ihn im Auge behalten. Er benimmt sich gerade sonderbar. Warum erzählt ihr mir das? Ihr scheint helfen zu wollen, also gebe ich euch etwas zu tun. Wenn ich mit falschen Anschuldigungen um mich werfe oder die Wache des Königs in diese Sache hineinziehe, könnte der Eindruck entstehen, die Feste Amol würde nicht mit ihren eigenen Problemen fertig. Verfolgt den Kommandanten. Findet heraus, ob meine Ängste begründet sind. Okay. Versteckt euch hinter den Felsen in der Nähe und wartet auf Yjarn. Er soll doch nicht erfahren, dass ihr ihm gefolgt seid, oder? Ich bin noch verkleidet. Mir fällt niemandem auf, dass ich das bin. Also wirklich, das ist doch wirklich. Also das ist doch absoluter Quatsch. Ich bin noch verkleidet. Also was soll denn das? Na gut. Ja. Also ja. Ja, ich kann doch hier rumlaufen, wie ich will. Das ist doch egal. Ich bin doch verkleidet. Ich bin nur eine Wache. Ich habe zwar keinen Helm an, aber das ist doch egal. Wie sollte ich denn mal aufziehen? Warte mal. Einstellungen, Spielwelt. So, jetzt habe ich auch einen Helm. Kommandant. Ich stehe hier Wache. Ja, ich habe hier meinen Dienst. Ja, das ist gut so. Jetzt rennt der weg. Was soll denn das? Hat ja lange genug gedauert, Kommandant. Ich hatte das Gefühl, dass mir jemand folgt. Wir müssen hier schlau vorgehen. Beleidigt meine Intelligenz nicht. Ich weiß, dass sich uns diese Gelegenheit nur einmal bietet. Außerdem sagen mir interne Informanten, dass alles gut läuft. Gut. Ich habe mich meinerseits um die Dinge gekümmert. Alle Duplikate wurden in Malers Haus gestopft. Solange dort niemand herumschnüffelt, gibt es kein Problem. Er sagt zu Malers, dass alle Duplikate in Malers Haus gestopft wurden. Naja, das ist ja interessant. Haben wir es mal wieder mit Gesichtsräubern zu tun? Das ist ja wieder großartig. Die können es auch nicht lassen. Die können es einfach nicht lassen. Na gut. Dann wollen wir mal gucken, was es da für Duplikate gibt. Wahrscheinlich den Original-General, den Kommandanten und Todd und sowas. Wer seid ihr denn? Lucia Poetius, eine Mystikerin. Ich sehe schon. Ein Dunkelelf? Wieso will man sich denn als Dunkelelf verkleiden? Irgendwer? Nochmal irgendwer? Sind die alle tot oder schlafen die? Keine Ahnung. Scheint tot zu sein. So, Alchemiebericht. Hier sind die leeren Flaschen, in denen Dalens Gift enthalten war. Ich würde empfehlen, sie aus der Stadt zu schaffen.
Jetzt, da das Elixier im Umlauf ist. Die Qualität der alchemistischen Ausbeute aus dätrischen Ruinen ist unglaublich. Illusionsmagie und Gift, beides im selben Fund. Wir erzählen jedem, dass es ein alter argonischer Brauch ist, alten argonischen Wein zu verwenden. Sogar die Argonier, die zugegeben anfangs skeptisch waren, machten früher oder später mit. Jeder will einen Grund zum Trinken, nicht wahr? Eine der Nord hat 8 Stück davon getrunken, bevor er in Richtung Fluss davon gestolpert ist. Wahrscheinlich ist er ersoffen. Die Elixiere wirken. Allerdings wird es die Leute verwirren, wenn sie plötzlich doppelt sehen. Wir müssen uns alle Beweise entledigen. Ihr wisst, was ich meine. Ich kümmere mich um die Dinge in der Kaserne. Erstaunlich, welche Türen einem offen stehen, wenn man aussieht wie der Kommandant. Später treffe ich mich mit Marla, um die Einzelheiten zu besprechen. Darlene hat seinen Teil erledigt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Für Fildgur! Ihr steckt eure Nase zu gern in Dinge, die euch nichts angehen, nicht wahr? Ihr könnt euch gleich zu den anderen Leichen da drin legen. Ihr kommt zu spät. Tja, jetzt gibt es nur noch eine. Oder keine. So, die behalte ich mal an, die Ding, ne? Die Verkleidung, weil das ist richtig so. Alle Dolche, die hier vorbeikommen, bekommen die Axt zu spüren. Finde ich gut. Ich fürchte, ihr habt soeben Kommandant Uyan verpasst. Schon wieder. Er war in Eile. Er scheint immer zu rennen, während jeder andere hier nur schlendert. Uyan ist tot. Der Mann, den ihr gesehen habt, war ein Betrüger. Habt ihr mit Tane Yegi und den Soldaten getrunken? Nein, noch nicht. Werde ich noch tun. Noch nicht. Ians Leiche liegt in Marlas Haus. Zusammen mit Marla und, nun ja, Marla und der Asche von Marla und noch einigen anderen. Was? Und das alles in Marlas Haus? Ihr müsst verstehen, wie merkwürdig das klingt. Ich hab schon merkwürdig das erlebt. Ihr wollt also sagen, dass der Kommandant, mit dem ich eben gesprochen habe, eigentlich tot ist? Und es gibt noch mehr Leichen? Einschließlich zweier toter Marlas? Fiedgurs Spione haben die feste Armut infiltriert. Nach dieser Geschichte bin ich wohl diejenige, die erstmal einen Schluck zu trinken braucht. Jawohl. Nun, ich auch. Danke für die Informationen. Ich werde diesen Anschuldigungen so rasch wie möglich nachgehen. Aber ihr werdet da nicht so schnell locker lassen, hm? Natürlich nicht, ich bin ein Nord. Nun, sagen wir mal, ich glaube euch. Oh. Sagen wir, es gibt Agenten der Sturmfäuste, die sich als Bewohner der Feste Amol ausgeben. Mhm. Selbst wenn das alles wahr ist, können wir keine Panik aufkommen lassen. Die Anführer des Pakts sind hier um kühnes Willen. Ihr wollt also, dass ich die Leute sterben lasse? Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich will nur nicht, dass ihr herumlauft und alle aufschreckt. Insbesondere jetzt, wo die Gesandtschaften des Pakts gerade hier sind. Denkt doch nur daran, wie zerbrechlich unsere Allianz jetzt schon ist. Ihr solltet mit Fürst Wurlop sprechen. Erzählt ihm, was ihr mir erzählt habt. Ich glaube, Fürst Wurlop steckt da mit drin. Aber gut, was soll ein Gespräch mit Fürst Wurlop denn schon bringen? Er ist der Berater des Jarls. Oh. Er hat seine Finger in allem, was hier vor sich geht. Erzählt ihm, was ihr mir erzählt habt. Lasst nichts aus. Wurlop ist schlau. Wenn das, was ihr da sagt, wahr ist, und bei Kühne hoffe ich, dass es das nicht ist, wird er wissen, was zu tun ist, ohne gleich eine Panik auszulösen. Gefällt mir nicht, aber wo kann ich Fürst Wurlop finden? Ihr findet Fürst Wurlop wahrscheinlich im Gasthaus. Wie die meisten Nord genießt er sein Met. Und ich glaube, Adlige werden besonders durstig, wenn der König in der Stadt ist. Und ihr glaubt mir nicht, oder? Ihr müsst das mal aus meinem Blickwinkel betrachten. Ein Fremder kommt an und stellt wüste Behauptungen über Spione, Betrüger und Mörder auf. Woher weiß ich, dass ihr nicht zu diesen Verrätern von den Sturmfäusten gehört und nur Unruhe stiften wollt? Erstens bin ich fucking Skarl Winterfaust. Ihr solltet von mir gehört haben. Wenn nicht, weiß ich. Keine Ahnung. Hört euch um. Also. Und zweitens, schaut euch mal das Haus an. Das wird meine Geschichte bestätigen. Ihr seid wirklich hartnäckig, das muss man euch lassen. Und stur. Schaut. Und Nord. Ich sehe mir das Haus an, sobald ich kann. Sprecht in der Zwischenzeit mit Fürst Wurlop. Bei Shors Knochen. Wenn es wirklich Spione in der Feste Amol gibt, dann wird der Fürst wissen, was zu tun ist. Ja, ja, bei Shors Knochen, das könnt ihr laut sagen. Das sind aber auch die Köpfe, es ist echt, also hier kann ich mal wieder ausziehen, oder? Das ist echt.
Halt, Moment, das war ja gar nicht. Inventar. So, ab dem Rock. Schon viel besser. Das sind aber auch Leute, dass sie uns nicht kennen. Ganz ehrlich, wir haben doch jetzt schon wie viele Festungen gerettet? Wie oft den Arsch vom Pack? Seid gegrüßt. Also egal, ne? Das ist alles scheißegal. Uns kennt man nicht. Nein, nein, nein. Ach, mein Güte. Wäre ich doch nur ein Drachenblut oder sowas, dann würde man mich kennen. Gut, Gasthaus. Leider bin ich nicht zum Trinken hier. Ich könnte ja trotzdem... Hallo! Habt ihr all die Paktsoldaten gesehen? In der Feste Amol wimmelt es nur so von ihnen. Und wisst ihr, was das heißt? Meine Kasse ist voll. Toll. Gut, alles reparieren und dann wollen wir mal ein paar Sachen verkaufen. Das zum Beispiel... keine Ahnung. Das da. Nee, nicht das, nicht das, nicht. Obwohl, nee, lassen wir mal. Oh. Drachenblut, Denotia, Denata, Dietrich, gewöhnliche Reparaturscheißdinger. Der traf jetzt. Gut. Gut. So, Fürst Wolob, ich muss mit euch reden. War die Jagd also erfolgreich? Habt ihr herausgefunden, welche Abscheulichkeit unser lieber Kommandant Ijan plant? Verrat und Mord, um mit etwas anzufangen. Was? Nein. Ich hätte nie gedacht. Ich glaube, ihr sagt mir lieber, was geschehen ist, mein Freund. Und fangt am Anfang an. Sturmforstspione haben Ijan ausgetauscht und Leute getötet. Auch Dunkelelfen. Warum auch immer das so? Ja, doch, das ist wichtig. Auch Dunkelelfen. Und dann die Leichen sind in Malers Haus. Oder so. Ja, also, ich sollte ja nichts auslassen. Sturmforstspione haben Ijan ausgetauscht, Leute getötet, ausgetauscht, Duplikate von den Leuten hergestellt oder sich als die Leute verkleidet. Unter anderem auch Dunkelelfen. Senkt eure Stimme. Das kann nicht sein. Okay. Wie konnten Filkos-Soldaten unbemerkt in die Feste gelangen? Habt ihr irgendwem davon erzählt? Nur Wache Heloinär. Sie wird der Sache nachgehen. Ich muss ein paar Worte mit Lönor wechseln. Lönor? Die Implikationen für den Pakt sind schrecklich. Dunkelelfen und Nord sind gestorben. Wenn das herauskommt, werden Schuldzuweisungen in Gewalt umschlagen. Insbesondere in Anbetracht von Prinz Irnskars Temperament. Und wie kann ich helfen? Geht zum Lager der Nord und sprecht mit Tane Harwald. Er ist ehrenhaft und klug. Ich bin sicher, er wird wollen, dass wir die Sache unter Verschluss halten. Er verfügt schließlich über gesunden Menschenverstand. Wenn jemand weiß, wie wir mit diesem Problem umgehen sollten, dann ist es Tane Harwald. Gut, dann werde ich mit Tane Harwald reden, aber nicht mehr diese Folge, sondern in der nächsten Folge von Endoskurs Online. Bis dahin. Sag mir. Ciao. Argonische Frauen wirklich. Ihr wisst schon. Was? Besonders dreckig, eklig, glitschig, keine Ahnung. Ja, all diese Dinge. So, wir sehen uns in der nächsten Folge von Endoskurs Online. Bis dahin. Ciao.